Sollte man mal wieder Movie von mir oder von uns. Sagst du guten Morgen und hallo, Jurab. Gibt's so einen Handkuss hier? Yeah. Also heute mal wieder Movie von uns. Zu unserer morgendlichen Runde, die wir mal machen. Ich muss natürlich mal gucken, ob das überhaupt klappt. Jawohl, klappt alles. So, es ist ja so im Schnitt, wir stehen um 7 auf. Wir stehen um 7 auf. Da geigeln wir ein bisschen rum. Manchmal liest man ein Buch, manchmal spielen wir mit Matchbox. Und da gehen wir aufs Töpfchen schon jetzt, jeden Früh, und dann putzen wir uns die Zähne. Und dann gehen wir halt, machen wir die Bar auf, die Mutter ist schon unterwegs, dreht die Kamera gleich rum. Da stellen wir die Stühle raus und alles. Und dann mache ich Abrechnungen, zähle die Biers nach. Und dann geht er meistens wieder nach Hause und macht. So, ich muss immer mal Obacht geben. Ich werde die Kamera jetzt mal schwenken. Dass ihr seht, wie ich mit Otto jeden Tag auf Arbeit fahre. So. Mal sehen, ob er es so hinkriegt. Otto! Das ist ein Auto, das hat meine Frau noch vor über einem Jahr bestellt. So, fährt alleine. Aber Otto kann auch lenken. Ist natürlich immer mal ein bisschen schwierig, weil wenn Otto lenkt, der lenkt nach links und ich lenke dann nach rechts. Ist manchmal nicht so schön. So ist natürlich so, dass wir uns auf einer offenen Straße befinden. Ihr seht es ja hier. Und da muss er schon aufpassen. Also würde ich sagen, wenn wir in der Bar sind und haben soweit die Stühle rausgestellt, dann melden wir uns nochmal. Alles klar, bis dann, bye bye. So, hier sind sie nochmal. Ich bin gerade stehen geblieben mit Otto, weil ich das Ding hier gesehen habe. Ihr seht es ja, das ist so ein Vorleger. Und da liegt also nicht umsonst auf der Straße. Es ist so, dass auf dieser ganzen Straße, dass die Essensreste hier reingeschmissen werden in den Gulli. Und wenn keine Regenzeit ist, ist es natürlich so, dass das Essen verfault und fängt an mit Stinken. Und deswegen legt man nachher die Matten drauf. Hier vorne haben wir zum Beispiel einen Gulli. Ich muss wieder lenken, das ist ja nicht so leicht. Der hatte mal geklappert. Der hier. Da hat man dann einfach, den hat man einfach hochgehoben und hat nachher Steine drunter gemacht. Man sieht es ja hier. Hier sieht man die Steine hier. Und das steigt aus. Und jetzt haben wir natürlich aber hier einen riesen Absatz hier. Ne? So, steig mal wieder ein, Schatzi. Au, wo willst du denn hin? Willst du zum Onkel? Ja, da ist ja nicht, dem gehört die Hotelanlage hier, mit dem hatte ich auch schon gesprochen. Und zwar wollten wir mal Aufnahmen machen von dem Hotels. Ich will ja mal von dem großen Konto machen, von seiner Anlage und von noch so ein paar Hotels. Er ist natürlich so, die haben jetzt zurzeit, es sind ja keine Touristen da, jetzt sind die Hotels zu und jetzt sind die nicht aufgeräumt und jetzt wollen die natürlich wegen mir
Ja, das Zimmer nicht aufräumen. Deswegen sagen die immer, ja, wenn die ersten Gäste da sind, soll ich dann vorbeikommen. Ja, ist so verständlich, wenn man ein Hotel hat und die Angestellten bezahlen für was man nicht weiß. Ja, ja, warte, wir machen gleich. So, wir sind angekommen. Thank you. So, wir werden jetzt die Stühle noch ausstellen. Bei Otto ist im Schnitt so, der stellt dann immer die kleinen Stühle hier mit raus, sieht man sie hier. Und ja, wir machen es einfach so, wir melden uns, wenn wir fertig sind. Bis gleich. So, hier sind sie nochmal mit allen fertig. Otto kriegt Milk Power. Und wir sitzen jetzt hier und trinken gemütlich Kaffee. Abrechnung gemacht. Naja. 43 Watt gestern verdient. Naja, besser wie gar nichts. Im Prinzip ist so gerade, wenn ich den Durchschnitt nehme vom letzten Monat, haben wir pro Tag, sagen wir, 130, 150 Bad verdient. Ist natürlich nicht viel. Ich hätte die Gaststätte schon aufgegeben, hätte das alles anders gemacht. Aber wir sind ja zu zweit. Und im Prinzip ist so, dass die Thais eh immer alles besser wissen. Also lassen wir sie in ihren Verderb reinrennen und gucken dann, wie es weitergeht. 40 Spott. So. Yeah. Das letzte Movie, was ich abgedreht habe, hatte ich am Montag reingestellt. Und dann hatte ich gesagt, gehen wir Montag wieder mit vollen Kräften voran. Wir haben heute Montag. Mal sehen, wenn ich es reinstelle, vielleicht Mittwoch. Ich muss mal gucken. Ich habe ja gestern schon erwähnt, ich habe jetzt ein paar Movies gemacht. Aber die kann ich alle nicht benutzen, weil der Urheberrechtheber der Ansprüche erhebt. Und ja, ich kann an für sich jeden sein Geld, jeder soll sein Geld verdienen, aber ich brauche das jetzt nötiger, als es abzugeben. Wenn ich mal, ich mach's nicht kaputt, Otto. Wenn ich mal ein bisschen mehr verdiene, dann kann mir das egal sein, an für sich. Es ist eben nur traurig, weil ja, man weiß eben nicht. Es ist auf der einen Seite, denke ich mir, wie in der Kaufhalle, es sind eh keine Gäste da und jetzt machst du ein bisschen Werbung für die, dass sie wenigstens ein paar kriegen, aber ja, wenn sie dann noch hinten drauf Geld haben wollen, dann lassen wir es einfach. Ich muss mal gucken, ich habe die Videos jetzt gelöscht. Ich war auf dem Markt die Tage mit der Mutter, da war ich auch wieder ein bisschen ruppig, die habe ich auch alle gelöscht, deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Entschuldigt, ich mal Kaffee trinke, habe ich von meinen Enkeln gekriegt. Ich bin ja nicht nur Papa, sondern auch Opa. Also theoretisch Kreis Mario. Otto, sag hallo. So, gestern habe ich aber ein erstes Video, was heute kommt. Also was Montag kam, ich komme immer durcheinander, habe ich schon Sonntagabend reingesetzt, um das mal zu checken. Man kann das also Sonntagabend alles reinmachen, so dass es Montag alleine online geht. Da habe ich dann früh ist nicht immer zu tun. Ja, er hat vom Papa eine Salbe gekriegt und vor Annie her. Mehr. Creams, weil er so oft geschorbste Knie hatte. Die Salbe hatte ich von meinen Kindern damals gekriegt. Und die habe ich jetzt gegeben und die Oma wollte es wahrscheinlich wegtun. Naja.
ist ja jetzt seine Salbe. So, an sich ja die allgemeine Situation, ihr wisst ja Bescheid. Habt ihr ja gerade mitgekriegt, was ich so am Tag verdiene. Ist alles beim Alten. Covid-Fälle häufen sich an. Ich gehe davon aus, Bibchen gelassen, Otto, dass wenn die ersten Schutzimpfungen draußen sind, dass dann die Leute hier rein können. Aber ich mache mir da eh keine große Hoffnung, weil das mit den Schutzimpfungen soll ja auch so ein Problem sein. Die sollen wohl bei so und so viel Minusgraden gelagert werden, sonst hilft das nicht. Und da gibt es wohl nur 6 Anlaufstellen in Deutschland. Ja, da, wenn sich da jeder hinrammelt und macht, das wird ja wieder Chaos. Also gehe ich davon aus, dass die nächsten Gäste im Sommer vielleicht kommen, aber das sind vereinzelte, nicht viele. Haben Sie mir heute mal eine Nanny hingesetzt, die richtig hübsch ist, sehe ich gerade. Ich warte, ich halte mal kurz drauf. Ich drehe mal rum. Warum habe ich die nicht immer? Wir geben es sonst immer eine hässliche. Sag mal, hallo Europe! Hallo Europe! Ja, und die könnte ich mich für länger gewöhnen. Die letzten, ihr kennt ja die mit den Kosovo war. Naja. Und die jetzt, die ist auch nicht unbedingt die hübscheste. Aber sie kümmern sich halt um Otto, ne? Ja, in dem Sinne macht er erstmal Schluss. Meine Frau hat gerade angerufen, wir wollen jetzt noch ein paar Minuten telefonieren. So, und ich würde heute mal schöne Grüße rausschicken an Andreas Wambach. Ist auch ein Abonnent. Helfen mir alle im Allgemeinen. Yeah. Warte, die gehen gut auf die Beach. So, bye bye. Papa geht dann arbeiten. Bye bye. Handkussi. Handkussi Europe. Okay, tschüssi. Ja, Otto geht jetzt mit der Nanny an den Strand, weil ich mache ja, es ist jetzt um 8 Uhr. Ich trinke meinen Kaffee noch gemütlich aus, mache dann los und mache ja meine Movies. So, in dem Sinne, Andreas Wambach wollte ich grüßen, also Grüße gehen raus. Bin ich wieder völlig durch die Rolle hier. Ihr wisst ja, ich bin immer mal durcheinander und an alle, die neu einschalten, ihr nehmt mir das eigentlich übel, wenn ich mal ab und zu mal mich im Tag vertue oder in der Woche vertue oder mit dem vertue. Das ist eben so bei mir. Ich komme damit gut zurecht, ich kann auch drüber lachen und nehmt immer nicht alles ernst. So, in dem Sinne, Grüße habe ich rausgeschickt. Ansonsten um 8 Uhr. Ansonsten bleibt mir treu. Also erstmal Abo wäre nicht schlecht. Ein kostenfreies Abo. Würde ich mich und Otto natürlich sehr drüber freuen, wenn er meine Videos dann auch noch gucken tut. Eine Glocke anklicken, wenn er wissen wollt, wann ich online gehe. Ansonsten, ja, wie gesagt, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet glücklich. Bis die Tage. Bye bye.